Mein Name ist Max Wiegmann, ich bin 32 Jahre jung und habe ursprünglich den Beruf des Kfz-Mechatronikers gelernt, habe das Ganze dann ein paar Jahre später durch den Meister ergänzt und bin Lehrkraft bei der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld. Wir stehen hier vor einem Replika des VW Jetta aus dem ersten Fast and Furious Teil. Und das habe ich mir so ein bisschen als Aufgabe gemacht, dieses Fahrzeug nachzubauen. Ja, die berufliche Laufbahn war natürlich sehr hilfreich für dieses Projekt, sehr unterstützend. Mit Lackierern sprechen, die eigentliche Montage, die Einstellarbeiten. Hier ist zum Beispiel ein Gewindefahrwerk verbaut, passt das nach Gutachten. Dann die eigentliche Eintragung, weil viele Sachen geändert wurden, Fahrwerk, Felgen, Lenkrad, Spurplatten. Ist es dann eine relativ komplizierte Abnahme beim TÜV. Und da konnte man aufgrund der Berufserfahrung gut vorarbeiten, dass das relativ problemlos vonstatten geht. Die zwei größten Probleme, wenn wir das so nennen dürfen, waren zum einen die Lieferzeit aus Amerika. Das hat relativ lange gedauert, plus Überraschungen wie Zoll und sowas. Dann letztendlich der größte Step, alles, dieses Gesamtkonstrukt, dann letztendlich beim TÜV vorzuführen. Und dass der es absegnet und sagt, ist anständig gemacht, ist gut und diese Teile, die da eingebaut wurden, werden eingetragen. Und das ist dann ja auch so der Lob für den, der es gemacht hat, dass ein unabhängiger Gutachter bescheinigt, es ist anständig gemacht. Ne? Kein Kfz-Mechatroniker oder Meister fährt ein komplett serienmäßiges Auto. Da ist mindestens ein anderes Radio drin oder eine andere Felge drauf. Die parken rückwärts ein, gerade ein, bis natürlich hin zu solchen Geschichten. Also es ist nicht nur ein Beruf, sondern es ist eine Lebenseinstellung, hätte ich fast gesagt. Die Liebe oder die Zuneigung zu Autos war schon immer da. Ich habe von der weiterführenden Schule aus ein Praktikum in einem Autohaus gemacht. Und mein älterer Bruder hatte in diesem Zeitraum ein Problem mit seinem Auto, damals ein Golf 2. Und der sagte aus Spaß, Mensch, du bist doch da in der Autowerkstatt, guck dir das doch mal an. Und ich weiß noch, es ging um ein Türschloss. Und ich weiß bis heute nicht wie, aber es hat geklappt, ich habe es instand setzen können. Und dann zu sagen, hier, ich habe das hingekriegt, das ist fertig, das war so ein tolles Gefühl, da dachte ich, das ist es. Ja, es erfüllt einen einfach, so kann ich von mir sagen. Es gibt jeden Tag was Neues. Wer handwerklich Lust hat, was zu machen und an Autos interessiert ist, dem kann ich das nur empfehlen. Der hat am Ende viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, in verschiedenste Richtungen zu gehen. Das ganze Auto bringt ja so viele Berufe mit. Nicht nur der Mechatroniker, das kann am Ende der Gutachter sein, das kann der Meister in der Werkstatt sein. Deswegen finde ich, ist das als Basis, die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, vielleicht gekrönt mit dem Meister, immer eine super Startrampe.